Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir unser Prüfungstraining für den Test Leben in Deutschland miteinander fortsetzen. Wir wollen uns die Fragen 261 bis 270 des Gesamtfragenkatalogs miteinander anschauen. Wenn ihr die vorangegangenen Folgen noch nicht gesehen habt, dann schaut euch doch einfach die Videos hier in der Playlist der Reihe nach an, dann verpasst ihr auch keine Frage, dann seid ihr, so hoffe ich, möglichst gut auf den Test vorbereitet. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefällt und dass es euch möglichst gut auf den Test vorbereitet, dass ihr heute schon möglichst viele, vielleicht sogar alle Fragen richtig beantworten könnt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich! Da bin ich wieder. Dann lasst uns gleich mit der Frage 261 starten. Ein Mann möchte mit 30 Jahren in Deutschland sein Abitur nachholen. Wo kann er das tun? An einer Hochschule, einem Abendgymnasium, einer Hauptschule, einer Privatuniversität. Richtig ist Antwortmöglichkeit B, an einem Abendgymnasium. Machen wir weiter mit der Frage 262. Was bedeutet in Deutschland der Grundsatz der Gleichbehandlung? Niemand darf zum Beispiel wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Man darf andere Personen benachteiligen, wenn ausreichende persönliche Gründe hierfür vorliegen. Niemand darf gegen Personen klagen, wenn sie benachteiligt wurden. Es ist für alle Gesetz, benachteiligten Gruppen jährlich Geld zu spenden. Richtig ist Antwortmöglichkeit A. Niemand darf zum Beispiel wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Kommen wir zur Frage 263. In Deutschland sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet, Jugendliche, die 14 Jahre und älter sind und gegen Strafgesetze verstoßen, werden bestraft, werden wie Erwachsene bestraft, teilen die Strafe mit ihren Eltern, werden nicht bestraft. Richtig ist Antwortmöglichkeit A, werden bestraft. Machen wir weiter mit der Frage 264. Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken? An Rosenmontag, am Maifeiertag, beim Oktoberfest, an Pfingsten. Richtig ist Antwortmöglichkeit A, an Rosenmontag. Machen wir weiter mit der Frage 265. Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte? Zum Einwohnermeldeamt, zum Ordnungsamt, zur Agentur für Arbeit, zum Standesamt. Richtig ist Antwortmöglichkeit D, zum Standesamt. Machen wir weiter mit der Frage 266. Wann beginnt die gesetzliche Nachtruhe in Deutschland? Wenn die Sonne untergeht? Wenn die Nachbarn schlafen gehen? Um 0 Uhr Mitternacht?
22 Uhr. Richtig ist Antwortmöglichkeit D, 22 Uhr. Kommen wir zu Frage 267. Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Was können die Eltern tun? Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren. Sie haben das Recht, die Tochter in die elterliche Wohnung zurückzuholen. Sie können zur Polizei gehen und die Tochter anzeigen. Sie suchen einen anderen Mann für die Tochter. Richtig ist Antwortmöglichkeit A. Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren. Machen wir weiter mit der Frage 268. Eine junge Frau will den Führerschein machen. Sie hat Angst vor der Prüfung, weil ihre Muttersprache nicht Deutsch ist. Was ist richtig? Sie muss mindestens 10 Jahre in Deutschland leben, bevor sie den Führerschein machen kann. Wenn sie kein Deutsch kann, darf sie keinen Führerschein haben. Sie muss den Führerschein in dem Land machen, in dem man ihre Sprache spricht. Sie kann die Theorieprüfung vielleicht in ihrer Muttersprache machen. Es gibt mehr als 10 Sprachen zur Auswahl. Richtig ist Antwortmöglichkeit D. Sie kann die Theorieprüfung vielleicht in ihrer Muttersprache machen. Es gibt mehr als 10 Sprachen zur Auswahl. Machen wir weiter mit der Frage 269. In Deutschland haben Kinder ab dem Alter von 3 Jahren bis zur Ersteinschulung einen Anspruch auf monatliches Taschengeld, einen Platz in einem Sportverein, einen Kindergartenplatz, einen Ferienpass. Richtig ist Antwortmöglichkeit C, einen Kindergartenplatz. Machen wir weiter mit der Frage 270. Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung für den Religionsunterricht, nur für Jugendliche, zur Weiterbildung, nur für Rentner und Rentnerinnen. Richtig ist Antwortmöglichkeit C, zur Weiterbildung. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Teils des Prüfungstrainings für den Test Leben in Deutschland angekommen. Wir haben uns die Fragen 261 bis 270 des Gesamtfragenkatalogs miteinander angeschaut. Ich hoffe, dass ihr schon heute möglichst viele Fragen richtig beantworten konntet, vielleicht ja sogar schon alle. Wenn nicht, dann schaut euch das Video gerne noch ein, zwei oder dreimal an, bis ihr möglichst alle Fragen richtig beantwortet. Dann seid ihr, so hoffe ich, möglichst gut auf die Prüfung vorbereitet. Ich hoffe natürlich auch, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann freut mich das sehr und dann hoffe ich, dass wir uns in dem nächsten Teil wiedersehen, wenn wir uns die Fragen 271 bis 280 anschauen wollen. Bis dann, ciao!